Es ist so, allein schon deshalb, weil wir spielen ja noch zwei Spiele und es gibt keine abschließende Tabelle. Das Einzige, was definitiv sicher ist für uns, dass wir den fünften Platz geschafft haben und Europa League. Das ist wunderbar, aber im Fußball passiere manchmal ganz schnell ganz besondere und komische Dinge und nicht zu erwartende Dinge. Und wir werden am Freitag alles dran setzen, weil wir jetzt auch zwei Meisterschaftsspiele verloren haben, was uns die ganze Saison, was mir die ganze Saison nicht erleiden musste für uns, was schon bemerkenswert genug ist. Und wir werden alles dran setzen, dieses Spiel zu gewinnen. Wenn wir es schaffen würden, zu gewinnen am Freitag, müssen die anderen nachziehen. Aber wir müssen es erst mal schaffen. Wir wollen unter alle Umständen gewinnen. Auch wenn es jetzt bis jetzt schon toll ist, ich habe nichts dagegen gehabt, dass jetzt letzten Sonntag Leverkusen unentschieden gespielt hat. Das gebe ich zu. Warum auch? Warum soll ich was dagegen haben? Wir sind momentan die fünftbeste Mannschaft. Wir werden nicht schlechter. Vor uns ist Bayern München, Borussia Dortmund und Rasenballsport Club Leipzig. Soll man über die drei irgendwas sagen? Und dann ist noch vor uns Union Berlin, die das sensationell gut machen. Und wenn du dann aufzählst, mache ich aber nicht, wer hinter uns ist. Das habe ich auch der Mannschaft gesagt, dann wirst du vielleicht mal wieder bewusst, was eigentlich, wo wir eigentlich jetzt stehen und was die Jungs geschafft haben.